Der Song of Horror oder der Horrorsong, wie die Alemannen sagen würden. Wie es aussieht, ist es ein ziemlich klassisches Survival-Adventure, Survival-Horror-Adventure. Es ist für mich so ziemlich blind und ich bin super gespannt, was ich als alter Resident Evil und Silent Hill-Fan hier bekommen werde. Kurz mal in die Einstellungen gucken. Wir spielen im Edgar Allan Poe Schwierigkeitsgrad. Visuelle Hinweise mache ich erstmal aus. Wenn es ganz schlimm wird, dann sehen wir ja weiter. So, was heißt hier Spiel wählen? Nein, neues Spiel Auftakt. Ein Freitag wie jeder andere. Horror und Song in einem. God damn it. September 1998. Joel? Nein, Daniel. Der lang verschollene Cousin von John. Home sweet home. Habe ich John gesagt? Ich meinte Joel? Sweet Home. Meine alte Taschenlampe. Sie hat mich mehr als einmal in der freien Natur gerettet. Ich werde meinen Sonntag auf der Couch verbringen und Jazz hören. Ich kann es kaum erwarten, die nächste Episode von Akte X zu sehen. Oh je, ja gut. Akte X, oh mein Gott, die 90er. Ich liebe Akte X. Jesus. Da ist ein Fahrrad in seiner Wohnung. Wieso ist da ein Fahrrad in seiner Wohnung? Ja, hättest du verkaufen sollen. Nicht die beste Pizza, die ich je gegessen habe, aber sie macht satt. Eine Blume. Ich muss mit Frederico mal wieder richtig Pizza essen gehen. Das ist einer dieser Tage. Meint er, heißt die Pflanze Frederico? Federico? Jesus. Der Mann muss sehr einsam sein. Mist, ich hätte schwören können, dass ich den Müll rausgebracht habe. Verdammt. Das sage ich auch jedes Mal meinen Mitbewohnern. Ah, ein bisschen Licht. Muchas Leito. Ein Rest Kaffee, nicht meine Lieblingsdroge an einem Freitagabend. Makellos, so wie es sein sollte. Ich bin nicht wirklich hungrig. Außerdem habe ich diese Woche keine Mittel eingekauft. Der Text ist wirklich grisselig, so wie man das damals auf der PS1 oder so gespielt hat. Natürlich mit Absicht. Ah, da ist ja noch was. Warte mal. Nee, da hat er gesagt, er will Jazz hören, ne? Genau. Hat er was zur Kiste gesagt? Meine Videosammlung. Ich habe einige Western und Krimis. Okay, ein sehr liebliches Heim, eine sehr liebliche Toilette, ich mag die Farbe, die repräsentiert das, was da manchmal reinkommt. Mann, der Toilettenablauf stinkt wie immer. Hoppa. Crikey, seriously. Was, keine Wählscheibe? Ich bin enttäuscht. Viel zu modernes Telefon hier.
Hello. Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening, and there's an emergency? This is serious business. Sebastian Husher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Oh, don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks! I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. I am saving your skin. Again. Before I eat it! It's Friday evening and I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Husher themselves. Shit. Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company. Or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Daniel Neuer, a bloody alcoholic. Chin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Yeah! Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Husher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home. Okay, ich habe noch nicht ganz geblickt, wieso wir diesen Menschen suchen oder auftreiben sollen. Aber mal gucken. Auftakt, ein Freitag wie jeder andere. Ein Dreirad. Ich wusste nicht, dass Husher Kinder hat. Heißt er Husher oder Husher? Und mich würde es mal interessieren, wo spielen wir? In welchem Land sind wir? Weil das Spiel ist von Spaniern gemacht worden, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie England vielleicht? Warum die Seitentür nehmen, wenn der Haupteingang näher ist? Das fragst du mich? Keine Ahnung. Ich mache ständig solche Dinge. That's how I play, boy. Eine Zeitung. Auf der Titelseite ist ein Artikel über den Mörder, den sie vor etwa einer Woche verhaftet haben. Hello? Is that music? I'd better take a look. Lichtquelle. Okay, jede Figur besitzt seine eigene Lichtquelle. Um sie aus- und einzuschalten, drücke Right Trigger oder R. Wenn die Lichtquelle eingeschaltet ist, kannst du die Richtung wählen, in die das Licht scheinen soll. Verwende dazu R. Auf diese Weise kannst du bestimmte Bereiche beleuchten und mit Objekten interagieren, die sich möglicherweise nicht direkt von deiner Figur befinden.
Deine Lichtquelle wird niemals ausgehen. Benutze sie so oft, wie du sie brauchst. Geil. Ich liebe es, wenn Lichtquellen, also wenn... So. Ich liebe es, wenn Batterien nicht leer gehen. Ja, das ist ja das, was wir im Intro gesehen haben, ne? Da war so eine Musicbox, da ist so ein dicklicher Kerl hingerannt, hat sie zugemacht und das ist wahrscheinlich der Typ, den wir suchen. Ist jemand in der Dusche? Nein? Okay. Mir geht es viel besser, seit ich aufgehört habe zu trinken. Vielleicht könnte ich Sophie fragen, ob sie ausgehen möchte. Ach was, konzentrier dich, Daniel! Mr. Husha! Nein, da kommt die Musik nicht her. Da sind eine Menge Kleider. Ist jemand zu Hause? Warte mal, da ist ja noch was auf diesem kleinen Podestchen hier. Der Alarm ist ausgeschaltet. Besser so. Wenn er losgeht, habe ich eine Menge zu erklären. Ja, du hast ja generell schon eine Menge zu erklären. Du bist einfach so in dein Haus reingelaufen, Mann. Das sieht aus wie Reiseführer. Die Uhr zeigt 12 Uhr an. Ich schätze, sie muss repariert werden. Halt so ein typischer Plot, ne? So ein mittelalter Mann, von seiner Frau verlassen, Alkoholiker, Ex-Alkoholiker. Diese Bilder machen mich depressiv. Ich selbst würde niemals solche Bilder aufhängen. Husha ist auf vielen dieser gerahmten Bilder zu sehen. Die anderen sind wohl seine Familie, schätze ich. Bist du der Musikraum? Ja, tatsächlich, aber ich gehe erstmal noch nicht hier rein. Ich will gucken, ob ich irgendwo noch mich umschauen kann. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier was auszurauben, dann mache ich das. So richtig gut. Hey, look at it, boy, komm schon, guck dir das an. Das ist bestimmt was, das Typ. Why don't you look? Aha, ich muss mit der Taschenlampe runter, damit er hinguckt. Das ist seltsam, was machen all die Koffer hier? Familienporträts nehme ich an. Sie sehen alt aus. Kein Spiegel funktioniert in diesem Haus. Mann, dieser Spiegel ist übel. Also jetzt nicht nur wegen dieser Sache da, wie was auch immer das sein soll. Das Haus ist ein bisschen creepy. Ich würde ungern in so einem Haus leben, glaube ich. Dekorative Früchte. Das ist teures Porzellan. Ich schätze, sie wollen nicht, dass jemand denkt, sie seien arm. Der Tisch ist gedeckt, aber mit Staub bedeckt. Wo sind alle? Bücher und Teller im selben Schrank? Hier ist es ziemlich unordentlich. Naja, die Früchte haben wir schon. Dokumente und Objekte. Du hast einen untersuchbaren Gegenstand gefunden. Um ihn zu untersuchen und Informationen zu erhalten, drücke A. Um die Rückseite zu lesen, drücke R. Du kannst jederzeit auf dein Inventar und die Dokumente zugreifen. Drücke dazu die Tasten Left Button und Right Button. Erster Brief von Isaac Ferber. Ein Brief an Husha, den Daniel in der Villa des Autors gefunden hat. Der Poststempel ist vom 1. August 98. Okay, lesen. Lieber Sebastian, wie geht es dir? Ich muss ehrlich zugeben, dass wir bereits alle ungeduldig auf dein neuestes Werk warten. Mein lieber Freund, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Anbei findest du einen Artikel, den wir kürzlich entstanden haben. Eine kunstvolle Spielohre mit faszinierenden Gravierungen. Die Kunstfertigkeit ist beeindruckend. Aber etwas anderes ist mir aufgefallen. Vielleicht sollte ich sagen, meinem Gehirn. Die Melodie, Sebastian, sie ist irgendwie eigenartig. Du musst sie dir selbst anhören. Ich hatte das Lied noch nie zuvor gehört und alle meine Versuche, die Partitur oder den Namen oder des Komponisten zu finden, waren vergeblich. Ich werde diese Melodie wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Interesting.
Interesting, das wollte ich gerade auch sagen. Oh mein Gott, Daniel, wir verstehen uns jetzt schon ziemlich blendend. Okay, ich sehe jetzt schon, das Hauslayout ist ziemlich abgefuckt. Wo zum Teufel sind wir denn? Sie sind alle mit Staub bedeckt. Hier wurde seit Tagen nicht gereinigt. Ein Streichholzschachtel-Gedöns-Ding. Mir fällt kein guter Grund ein, das Haus niederzubrennen. Noch nicht. Okay, ein leichter Pyromane. Ex-Pyromane. Die Musik kommt aus der anderen Richtung. Ich muss denjenigen finden, der diese Spieluhr spielt. Ich denke nicht, dass eine Spieluhr, die automatisch läuft, jemanden braucht, der sie spielt. Das ist der Sinn einer Spieluhr. Daniel? No, the music isn't coming from upstairs. Okay, dann mal dahin, wo die Musik herkommt. Ein schicker Plattenspieler, sieht alt aus. Ui. Wie schön, klingt wie ein Engel. Spiel mal die Mondscheinsonate, vielleicht öffnet sich eine geheime Tür. Ein Schachbrett passt vielleicht gut zum intellektuellen Ambiente in diesem Haus. Alle diese Bücher hat Husha selbst geschrieben. Es müssen Erstausgaben sein. Der Kopf von diesem Hirsch ist fast so groß wie ich. Okay, also ich finde das schon mal so sympathisch, dass man hier rumlaufen kann und einfach irgendwie mit Zeugs interagieren kann. Es erinnert mich an die gute alte Resident Evil Zeit, wo man wirklich einfach alles irgendwie angucken konnte oder... Der Charakter hat mindestens einen Kommentar dazu abgegeben. Das vermisse ich so in heutigen Spielen. Ich finde, durch die Art, wie sich die Charakter ausdrücken, hat man so einen Blick auf die und kann sich besser vorstellen, deren Gedanken verfolgen und so weiter. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Diese Pflanze ist gerade noch am Leben, wenn überhaupt. Wann wurde sie das letzte Mal gegossen? Geschichts- und Kunstzeitschriften. Ich habe nichts gegen diese Literatur, aber sie würde mich wahrscheinlich zu Tode langweilen. Genauso wie ich euch mit diesem Let's Play gerade zu Tode langweile. Aber tut mir leid, ich will gern alles untersuchen. Wer was dagegen hat, schreibt eine Beschwerde an dave@donkey.com. Die E-Mail schreibe ich nochmal extra in die Videobeschreibung. Ich frage mich, wer ist das? Eine beeindruckende Anzahl von Büchern. Naja, so viele sind es jetzt nicht, aber auch nicht schlecht, sage ich mal. Aber es geht ja nie um die Menge, sondern um die Qualität. Geschichtsromane. Es macht Spaß, sie zu lesen, obwohl ich die Zeitung bevorzuge. Ein Fotoapparat. Oder besser, eine Imitation. Not the real thing. Oh, geil. Man kann ja rausgucken. Und rausleuchten. Geil. Leute, ich glaube, ich habe mein Lieblingsspiel gefunden im Jahre 2021. Wenn ich das zerbreche, werden noch meine Enkel dafür bezahlen. Hast du überhaupt Kinder? Ich meine, du hast eine Ex-Frau, aber habt ihr auch Kinder gehabt? Hauptsächlich Kriminalromane und Thriller, die ich mag. Grammatikbücher und Nachschlagewerke. Ich schätze, die sind nützlich, wenn Husha etwas schreibt. Oh Mann, dieser Typ ist sogar noch unordentlicher, als ich es bin. Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. Bücher, wir lieben Bücher. Besonders Clip liebt Bücher. Diese Schublade scheint zu klemmen. Kannst nicht dagegen treten? Was? Japanische Schwerter. Dank dieser dämlichen Cartoons ist jetzt alles aus diesem Land in Mode. Da sind keine Cartoons, da sind Anime. Aha, die Schublade scheint zu klemmen. Kann ich nicht irgendwie... Benutzen, kombinieren, ansehen.
Nein, ich kann nicht irgendwie. Ich kann nichts. Dann weg hier. Ah, ich kann laufen. Sehr gut. Ah, warte mal. Die Musik kommt aus Richtung hier. Alter, wir waren hier schon mal. What the? How can there be a door there? Okay. Leute, wir gehen wieder zurück. Ich habe keine Lust, mich da umzusehen. Der Raum sieht schon ziemlich creepy aus, ehrlich gesagt. Klassische Musik, okay. Da liegen überall Sachen herum. Das erinnert mich an mein Studentenwohnheim. Studenten sind die unheimlichsten Menschen auf der Welt, muss ich sagen. Dieses Radio ist älter als ich und sind diese Gewehre echt. Wow, der Typ ja gerne. Sophie würde einen Anfall kriegen, wenn sie das sehen würde. Der denkt sehr viel über seine Ex-Frau. Natürlich. Klar. Why the fuck not? I'd hardly taken a step forward when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days, and I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror, and sometimes, the worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there, just hallucinations, nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Trapped in this impossible place, I wondered if I was going to die there. Junge, Junge, dafür, dass er Ex-Alkoholiker ist, hat er ziemlich ein im Tee. 3 Tage später. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Same to you. Okay, also das ist seine Ex-Frau, ne? Sophie. Anscheinend sorgt sie sich auch um ihn. Nicht nur er um sie. Sophie van Dennent, Alter 40, Lichtquelle Kerze. Ey, wir spielen ja mehrere Charakter, geil. Das war nicht gelogen, also im Intro. Das Leben hat Sophie viele Male auf die Probe gestellt.
Aber sie hat es immer geschafft, dank ihrer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit konnte sie die Kraft aufbringen, ihre gescheiterte Ehe mit Daniel zu beenden. Sophie, die eine renommierte Kunstgalerie leitet, genießt nun ein Leben im Wohlstand. Etwas, nach dem sie sich stets gesehnt hatte. Sie ist sehr schnell, sehr unauffällig, nicht so stark, aber stark genug und gelassen. Unglaublich gelassen. Vielleicht zu gelassen. Duftkerzen. Okay, wann immer ich eine anzünde, fühlt sich alles um mich herum sicherer und friedlicher an. Sophie. Krass. Auf jeden Fall interessant. Also ich habe nicht mit mehreren Charakteren gerechnet, als ich angefangen habe zu spielen. Ich dachte, das ist so ein typisches, hey, da ist ein Typ, der nichts drauf hat. Schick ihn mal in eine Zombie-Horde oder so. Nice. Kerzenlicht, super romantisch. Was kann sie dazu sagen? Ein Dreirad. Es ist nass und beginnt zu rosten. Es muss hier schon seit Tagen stehen. Was sagt sie denn zur Hintereingangstür? Sie klemmt. Wahrscheinlich wurde sie seit Jahren nicht mehr geöffnet. Ich habe eh das Gefühl, dass dieses Haus seit Jahren nicht mehr benutzt wurde. Da war alles voller Staub. Sogar die Schallplattendinge. Also, es ist ein wohlhabendes Haus, ne? Und alles ist voller Staub. Normalerweise haben Menschen, die reich sind, so Putzkräfte und alles Mögliche. Eine Zeitung, die im Regen lag. Ich kann kaum ein Wort mehr lesen. Kapitel 1. Die Huscher-Villa. The door was open. Is there anybody home? Erstmal auf die Toilette gehen. Hey, was? Das war nicht so. Das Glas ist mit fettigen Fingerabdrücken übersät. Eine Alarmanlage. Ja. Tears in the Wind von Liam Edelman. Es ist schön melancholisch und hat leicht makabre Züge. Oh Gott, ich habe angefangen, genauso zu denken, wie ich mich mit Kunden über Kunstwerke spreche. Gepackte Koffer, sie stehen überall, aber waren sie im Begriff wegzufahren oder sind die gerade aufgekommen? Angekommen. Ey, ganz ehrlich, diese Grisseltexte sind ein bisschen kompliziert zu lesen. Da ist ein... Hä? Warte mal, da ist eine Tür neben der Tür? Das kann doch gar nicht sein. Mm-mm. Verschlossen. Immer noch verschlossen. Okay, ich find's cool, dass sie immer wieder verschiedene Geräusche von sich macht, von sich gibt. Und das Sounddesign vom Spiel gefällt mir schon mal. Warte mal, diese Uhr stammt aus der Zeit der Jahrhundertwende. Sehr schön, auch wenn die Uhrzeit nicht richtig eingestellt ist. Es ist nicht mehr 12 und die Uhr war kaputt. Verdammt, Mann. Aha. The Death Marches von Carla Schlomo. Es wurde von den Gefangenentransporten im Zweiten Weltkrieg inspiriert. Ich würde es nicht in meinem Haus aufhängen. Aber warte mal, da liegt ein Brief oder sowas. Yes. Eine Notiz von Catherine, Huschers Frau, geschrieben am 4. September 1998, gefunden im Eingang der Villa. Ja, lesen. Mein lieber exzentrischer Ehemann, ich habe dir deinen Schlüssel in die obere Schublade in deinem Büro hinterlegt. Die Kinder waren in letzter Zeit sehr nervös. Wir müssen darüber reden, sobald du zurückkommst. Und ich will nicht, dass sie damit spielen. Mit was spielen? Und sagt eine Frau wirklich mein lieber Ehemann, nachdem man so lange verheiratet war? Sie hat doch bestimmt eine Affäre und will was verheimlichen. Okay.
okay, wir haben eine Streichholzschachtel, nur eine gewöhnliche Streichholzschachtel. Weil der Daniel-Typ hat dann gesagt, ja, pass auf, ich will ja nicht hier das Haus niederbrennen, ne? Noch nicht. Weil er einfach eine Taschenlampe hat. Aber diese Frau, sie benutzt ja Kerzen zum Beleuchten. Okay, man muss also auch aufpassen. Was? Okay. Mit dem Inventar muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen hier. Ein feines, äußerst edles Geschirr, aber mit Staub bedeckt. Was sagst du zum Spiegel? Ich kann nichts erkennen, es ist ganz verschmutzt. Alte Familienfotos in Schwarz-Weiß. Der Tisch ist für 4 Personen gedeckt, aber sie scheinen nie gegessen zu haben. Geschirr und Bücher im selben kleinen Schrank? Eine sonderbare Anordnung. Das sagte die Frau, die mit Kunst hantiert. Porzellanfrüchte, Kerzenständer, englisches Teegeschirr, alles sehr alt und verstaubt. Okay, ich gehe jetzt mal dahin, wo ich mit Daniel war. Nein, natürlich nicht. Die Tür ist verschlossen. Ich kann gar nicht dahin, wo ich mit Daniel war. Und die Tür, die er da gesehen hat, existiert ja nicht mal. Musik? Ein Klavier. Als kleines Mädchen habe ich auf so einem gespielt. Der Anblick einer solchen Menge an Flaschen erinnert mich an Daniel und unerfreuliche Zeiten. Eine verwelkte Pflanze. Geschichtsmagazine. Ich habe ein paar von denen sogar abonniert. Das wundert mich nicht, gute Frau. Ich habe nie verstanden, warum Menschen wehrlose Tiere zum Sport töten. Was ist im Kamin? Da ist überall Rost. Vielleicht kann ich es irgendwie anzünden. Oh Gott, ich habe ja Streichhölzer. Ah ja, genau. Duftkerzen, Streichholzschachtel benutzen. Zuerst brauche ich etwas, um das anzuzünden. Okay. Also Holz oder Papier. Nimm die Bücher. Hier sind genug. Romane, die Husha selbst geschrieben hat. Nimm doch die. Ich würde mich selbst nicht als Fan bezeichnen, aber seine Bücher machen süchtig. Was hier nochmal? Warte, was? Ah! Ich habe ein solches Telefon seit Jahren nicht mehr gesehen. Seitdem wir das alte Haus meiner Eltern verkauft haben. Ein Globus. Geschichtsromane. Schöne Kamera. Moment, es ist nur eine Nachbildung. Das hat Daniel auch erkannt. Ein Globus aus dem 18. Jahrhundert. Husha muss einige sehr exklusive Sammler kennen. Ich muss zugeben, ich könnte viele Wochen in dieser Bibliothek verbringen. Ein Olivetti? Was zum Fick ist ein Olivetti? Aus den 40ern. Husha ist altmodisch. Ich sag schon aus den 40ern, aber wenn man drüber nachdenkt, kommen ja schon bald die 2040 Jahre, ne? Also 2040er. Und wenn man dann 40er sagt, dann darf man gar nicht mehr die 90er Jahre meinen, das 20. Jahrhundert meinen, sondern man meint generell das 21. Jahrhundert. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Man sagt ja jetzt schon, man redet jetzt schon von den 29ern. Gott, verdammt, Mann. Wörterbücher, Atlanten und Handbücher in verschiedenen Sprachen. Er scheint, als würde Husha akribisch recherchieren, bevor er schreibt. Das ist gut. Ich kann der Versuchung kaum widerstehen, eins der Bücher mitzunehmen. Japanische Schwerter. Beide sehen authentisch aus. Ich könnte sie mir sogar als Museumsstücke vorstellen. Ich sehe einen Schlüssel in der Schublade, aber sie klemmt. Ich muss sie irgendwie schmieren. Schmieren? Du willst ihr Geld geben? What? Wie soll ich sie denn schmieren, gute Frau? Was habe ich denn? Ich habe Kerzenwachs vielleicht. Streichhölzer, Duftkerzen, ja komm. Mach mal eine Duftkerze rein. Really? Oh mein Gott. Ah, nein.
Nimm sie wieder mit. Fuck. Das ist ein Gameplay-Ding. Oh. Na gut, wenn wir schon hier sind, kann man sie auch anzünden. So, benutzen. Ich kann die Schublade so nicht aufmachen. Ja, ich will auch, dass du die Kerze... Achso, die brennt schon. Okay. Forget it. Okay, unsere Mission ist es, Kaminholz zu finden, Feuerholz zu finden, also, und diese Tür da aufzumachen. Gute Musik mit gutem Wein. Unter anderem... Was? Gute Musik mit gutem Wein. Unter anderen Umständen? Creepy, die Frau. Kann sie nicht normal reden wie ein Mensch? Also, wir müssen diese Tür öffnen. Oh, was ist denn da auf dem... Warte. Da ist ja irgendwas. Ich würde bequem unter diesem Tisch passen, wenn ich mich verstecken müsste. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Achso, ja, hier kommen wir her, aber das macht nichts. Ich wollte sowieso eine kleine Runde drehen. The fuck? Also, ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht... Natürlich noch nicht gruselig. Noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich. Aber ich finde es sehr atmosphärisch. Und das reicht mir schon mal. Ich finde das Spiel mega interessant gerade. Die ist wohl auch zu, ne? Nee. Ach, das ist die... Warte, was? Wo sind wir denn? Die Schnitzereien auf den Schachfiguren sind exquisit. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja hier wieder zurück, ne? Wo wir waren. Ich will mal gucken, ob sie hochgeht. Weil das Einzige, was Daniel davon abgehalten hat, hochzugehen, war ja... Da spielt ja keine Musik oben. Ich muss der Musik folgen. Weil das noch nie ein Fehler war. Oh, goddammit, woman. Okay, komm, let's take a look. Was habe ich noch übersehen? Was denn hier? Bücher im Foyer? Ich beschwere mich nicht. Die Frau ist ein Buchfan. Na gut, aufgehängte Jacken heißt nicht, dass jemand zu Hause ist. Die können auch alle tot sein. Dann, systematisch. Hier steht jetzt unsere Kerze. Hier ist auch der Tisch, den wir schmieren sollen. Nee, Quatsch. Das ist die Abkürzung zur anderen Halle. Okay. Boah, dieser Boden da, ne? Schon das zweite Mal. Gut, Abkürzung zur Halle. Das hier eine Tür, die zu ist. Sicherheitshalber nochmal nachgucken, aber... Hey, Frau! Oh. Könnte ich hier vielleicht irgendwas übersehen haben? Ein Anblick einer solchen Menge an... Ach ja, genau. Was mich ein bisschen fuchst ist, dass wir hier anscheinend... Ja, sie sagt, vielleicht kann ich das irgendwie anzünden. Dann sage ich hier, ich habe ein Streichholz. Benutzt das mal. Und dann sagt sie, nee. Was brauchst du denn? Warte mal, vielleicht kann ich dann nochmal doch kombinieren. Nee, ich habe nur die Kerzen und die Streichhölzer. Also was ich mir vorstellen könnte ist, was ist denn das? Habe ich da schon geschaut? Romane, die Husha selbst geschrieben hat. Ja, habe ich. Gott verdammt, Mann, was mache ich denn jetzt hier? Spielkamera. Eine Menge Shit. Bücher. Noch mehr Bücher. Was ist denn das? Ja, das Schwert. Natürlich kann man mit Streichhölzern keine Schubladen aufmachen, aber ich wollte nur sicher gehen. Warte, kann ich nicht irgendwie draußen Holz finden?
Oder sind die Schachfiguren nicht aus Holz? Ich werde jetzt mal versuchen rauszugehen und schauen, ob ich da was finden kann, was ich verbrennen kann. Oder hier, diese Koffer, die stehen schon sehr lange da. Aber nein, sie will ja nicht. Eine Zeitung, die im Regen lag. Ja gut, selbst wenn, hier ist ja alles nass. Ich könnte hier nicht mal irgendwas mitnehmen, was ich verbrennen kann. Was haben wir übersehen, gute Frau? Ich gehe mal auf die Toilette. Ich will nichts irgendwie verpassen. Spiegel, Fettabdrücke, yep. Eine Menge Klopapier. Das war auf jeden Fall vor unserer Pandemiezeit. So, hier. Diese Tür war zu. Na? Mm-mm. Hier braucht sie einen Schlüssel. Was haben wir da? Koffer. Was war hier nochmal für ein... Hey, ich war hier gar nicht. Ein altes Fahrrad. Leicht beschädigt, aber immer noch schön. Alte Metallkiste, eine rostige alte Metallkiste, die verschlossen ist. Ich sehe keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Ja, kannst du sie trotzdem mitnehmen? Da ist auf jeden Fall was drin. Das macht so komische... Ja? Komische Geräusche. Ein Haufen Werkzeuge, aber kein Flachkopfschraubendreher. Hier ist der Boiler. Er hat keinen Strom, wie der Rest des Hauses. Lesen. Bedienungsanleitung für Boiler. Oberes Bedienfeld. Abschalten. Drücken Sie den linken Knopf. Start. Drücken Sie den mittleren Knopf. Entleeren. Drücken Sie den rechten Knopf. Im Falle einer Fehlfunktion, die eine korrekte Nutzung des Boilers verhindert, können Sie eine Notabschaltung durchführen, indem Sie den blauen Knopf für 4 Sekunden gedrückt halten. Interesting. Das wird wahrscheinlich noch benötigt. Ich liebe Motorräder, aber ich habe nie den Mut gehabt, sie zu fahren. Besonders, weil Daniel mich darauf hingewiesen hat, wie gefährlich sie sind. Ja, mit 2 Promille mindestens auf jeden Fall. Ja, ich habe ja nichts hier gefunden, was mir jetzt weiterhilft. Ich meine, das ist der fucking Boiler. Ich habe eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Holz habe ich hier nicht. Kein Schraubendreher, kein gar nichts. Hab mich erst gefreut und dachte mir so, yes, wir kommen weiter und wir kommen überhaupt nicht weiter. Da ist ja noch eine Tür. Okay, von innen verriegelt. Es kann gut möglich sein, dass ich schon mehrere Türen so übersehen habe, auf diese Weise, wie ich diese übersehen habe. Also, hier ist keine Tür, oder? Die gute Frau will auf keinen Fall hochgehen. Sie will sich hier erstmal umschauen. Okay. Das war aber doch die Küche, oder nicht? Ja, das ist die Küche. Ich kann hier nichts... Warte mal, was? Ja, englisches Teegeschirr. Das ist okay, aber es ist so... Frau, ich muss hier... Ne? Die Tür führt in den Flur, glaube ich. Genau, also habe ich hier nichts vergessen, nichts verloren. Ja, sie will da nicht hin. Okay. Hier, Tür. Gott. There's something on the counter. Es scheinen alte Kochbücher zu sein. Soweit ich es beurteilen kann, sind sie auf Russisch geschrieben. What? Die beste Nahrung in diesem Haus hier. Ring. Ein Metallring. But why?
Das Wasser ist unter dem Waschbecken ausgetreten. Und genau da liegt ein Kabel. Ein bisschen gefährlich, aber habe ich irgendwas, was ich das... Komm, leg mal die Kiste drauf. Natürlich nicht. Es ist noch etwas Kaffee in der Kanne übrig. Ein Bild von Saul. Ein Bild von Hushas jüngstem Kind. Jesus fucking Christ, Mann. Okay. Okay, Saul. Saul 7. Andenken und eine Liste mit Besorgungen. Das Verfallsdatum ist bei einigen dieser Produkte abgelaufen. Okay, erstmal nach links. Konserven, Cornflakes, eine große Auswahl an halbleeren, halb haltbaren Lebensmitteln. Konserven, Cornflakes, alle halb leer. Ölkanister, oh Gott, ein rostiger Kanister mit Motoröl. Dann kann ich die Schublade damit ein bisschen so sauber machen, ne? Okay. Schmieren, nicht sauber machen. The fuck? The fuck is going on? An Türen lauschen. Was war das für ein Geräusch? Du solltest besser nachsehen, bevor du wieder rausgehst. Um dein Ohr gegen eine Tür zu drücken, musst du zunächst zur Tür gehen. Sobald du das Lauschen-Symbol siehst, drücke und halte Y. Achte beim Lauschen auf Geräusche, die von der anderen Seite kommen. Okay. What was that? Aber können wir nicht erstmal hier so rein? Ich glaube, die Tür ist... Die haben wir noch nicht untersucht. Okay. I get it. Die Umgebung erkunden. Es scheint, als wäre die Luft rein. Von unten kannst du lauschen, wenn du auf der anderen Seite von Türen passiert. Achso, was auf der anderen Seite passiert, die du noch nicht untersucht hast. Achte auf die Symbole, die eingeblendet werden, wenn du dich in der Nähe einer Tür befindest. Benutze deine Karte, um dich zurechtzufinden. Auf der Karte ist jeder Ort verzeichnet, den du bisher erkundet hast. Um die Karte zu öffnen, drücke L. Die Karte wird ständig mit relevanten Informationen aktualisiert. Wirf daher ab und zu einen Blick auf die Karte. Okay. Gut. Karte. Unglaublich gut. Ich mag es. Also auf jeden Fall war da nichts mehr, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt die Schublade schmieren. Also im Grunde kann ich jetzt an jeden... Also ein bisschen, ja, so ein mulmiges Gefühl kommt schon jetzt mittlerweile, so ein bisschen mulmig. Hallo, nimm das Öl. Ja, jetzt. Dieses Öl hat einwandfrei funktioniert. Sieht aus wie ein alter Schlüssel. Es war in der blockierten Schublade in der Bibliothek. Dieser Schlüssel öffnet in der Regel mehr als eine Tür. That's amazing. Moshi Moshi.
Hello? Sorry, who is this? I can't understand you. We can't leave my room. What the? Henry? Sounds like a child. Is he in the house? Okay, folgendes. Diese Tür führt mich dahin, wo unser guter Ex-Ehemann verschwunden ist. Kann ich sie öffnen? Aber wenn ich den Schlüssel benutze? Okay, die ist offen. Da will ich jetzt erstmal nachsehen. Da haben wir einen Schraubendreher. Ein Flachkopf-Schraubendreher. Er sieht aus, als hätte er schon bessere Tage gesehen. Der Geruch von Tabak, Schädel, Waffen an der Wand. Ich glaube, deshalb fühlt sich der Raum für mich so trostlos an. Schädel an der Wand. Ich verstehe, dass Huscher altmodisch ist, aber das ist barbarisch. Und witzig, Daniel hat hier gesagt, er würde wahrscheinlich... Also the fuck? Vivaldi? Auf dem Tisch herrscht das reinste Chaos. Zigaretten, Bücher, Gläser, alles liegt verstreut. Mein lieber Ex-Ehemann, bist du irgendwie drin? Notizen von Julia und Saul. Ein bekritzeltes Stück Papier aus dem Raucherzimmer in der Huscher-Villa. Julia sagt: Ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Als ich am Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich die Musik aus Papas Spielohr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen. Aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich geschimpft. Sagt man das so? Sie hat mich geschimpft? Naja. Weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsselloch. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen. Dann wird Mami mir glauben. Saul sagt, ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat. Die vorher nicht da war. Mehr hat Saul nicht mehr gesagt. Okay. Interesting. Ich habe die Tür auch gesehen. Was zum Teufel? Creepy. Was könnte diesen Ausdruck auf der Wand hinterlassen haben? Vielleicht dein liebender Ex-Ehemann. Okay. Tür, drücke und blockiere. Etwas versucht hineinzukommen. Verhindere, dass sich die Tür öffnet. Um Kraft zu sammeln, drücke wiederholt. Sobald du dich stark genug fühlst, um gegen die Tür zu drücken, um sie zu blockieren, drücke auf RT. Warte mal, ist das der obere oder untere? Trigger. Okay, untere. Zu warten, bis deine Kraft am größten ist, ist effektiv, aber riskant. Du entscheidest, wann du gegen die Tür drückst. Möchtest du aber sei extrem vorsichtig, egal was passiert. Sorge dafür, dass sie geschlossen bleibt. Okay. Ich bin bereit!